Hallo ihr Lieben, ich grüße euch. Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal. Seit einigen Wochen teste ich einen neuen Entsafter, den ich euch heute hier in diesem Video vorstellen möchte. Frische Säfte spielen schon seit circa 9 Jahren eine wichtige Rolle in meiner Ernährung. Ich unterscheide das ja auch in flüssige und feste Mahlzeiten. Ich führe auch regelmäßig kürzere oder längere Saftfastenkuren durch. In den letzten 9 Jahren hatte ich insgesamt 3 horizontale Entsafter. Ich habe auch bei Freunden und anderen Familienmitgliedern andere Entsafter getestet, auch vertikale Entsafter. Und da war ich, muss ich ganz ehrlich zugeben, nicht so zufrieden, was das Auseinanderbauen, das Zusammenbauen, ja, das Reinigen angeht. Auch die Saftausbeute haben mich nicht so zufriedengestellt. Heute werde ich euch einen hervorragenden vertikalen Entsafter vorstellen, der mich wirklich sehr überrascht hat. Ich muss zugeben, ich habe diesen Entsafter schon eine ganze Weile bei mir stehen, habe das immer ein bisschen hinausgezögert, hatte ich vielleicht auch Vorurteile, habe ja auch einen sehr guten horizontalen Entsafter, mit dem ich sehr, sehr zufrieden bin, gerade für meine Bedürfnisse, was auch grüne Säfte angeht oder auch Wildkräutersäfte, bin ich sehr, sehr zufrieden. Ich habe das so eine ganze Weile vor mir hergeschoben und habe gedacht, so, jetzt möchte ich aber doch mal den Entsafter testen. Und ich muss sagen, ich war sehr überrascht. Er lässt sich einfach zusammenbauen, einfach auseinanderbauen, leicht zu reinigen und auch die Saftausbeute ist in meinen Augen wirklich auch eine gute. Lässt sich nicht mit meinem eigenen Entsafter, meinen horizontalen Entsafter, den ich schon seit einigen Jahren nutze, vergleichen. Aber er hat auf alle Fälle auch Vorteile. Man kann frische Säfte pressen und muss nicht so viel Zeit verwenden, um das Saftgut selbst durchzupressen, weil dieser Entsafter so konstruiert wurde, so konzipiert wurde, dass man das Entsaftungsgut einfach oben reingibt. Man muss auch nicht alles zu klein schneiden und er entsaftet alles von selbst. In diesem Video möchte ich euch den Hurum-Entsafter vorstellen, einen hochwertigen vertikalen Entsafter, der mich wirklich sehr überrascht hat. Ich bevorzuge ja für mich persönlich Monosäfte zu pressen, also alles einzeln, entweder Stangensellerie oder Gurke oder Wassermelone oder Möhre oder rote Beete. Ich liebe auch es, mir Wildkräutersäfte zu pressen, entweder nur aus Brennnessel, nur aus Kirsch, nur aus Vogelmiere. Allerdings muss man dazu sagen, beim Hurum-Entsafter ist es so, dass er Monosäfte aus Wildkräutern nicht so gut pressen kann. Es wird empfohlen, da noch etwas Wasserhaltiges dazuzugeben, etwas Stangensellerie oder etwas Gurke. Aber ich finde, damit kann man durchaus leben, weil die wenigsten Menschen trinken ja wirklich auch Mono-Wildkräutersäfte, vermischen die Wildkräuter sowieso auch mit Obst, Gemüse oder nur mit Gemüse und haben dann einfach einen hochwertigen Saft mit einem Wildkräuteranteil. In diesem Video möchte ich euch zeigen, wie ich mit dem Hurum-Entsafter verschiedene Monosäfte presse aus Stangensellerie, Gurke, Wassermelone, Möhre, rote Beete und für den Winter ganz wichtig, für den Herbst und Winter, wie man mit dem Hurum-Entsafter einen Kurkuma-Ingwer-Shot pressen kann aus Orangen, Zitronen, frischem Kurkuma und frischem Ingwer. Ein großer Vorteil vom Hurum-Entsafter ist, dass ihr das Entsaftungsgut nicht so klein schneiden müsst wie vielleicht bei vielen anderen Entsaftern. In diesem Video seht ihr, wie groß ich ungefähr die Zutaten für meine Monosäfte schneide. Man hat da eine große Öffnung beim Hurum-Entsafter, dann kann man alles oben reingeben. Es gibt dann noch so eine Markierungsgrenze. Darüber hinaus sollte man nicht das Entsaftungsgut reinfüllen. Dann schließt man einfach den Deckel, drückt auf Anschalten und dann macht das der Entsafter alles ganz alleine. Man kann währenddessen etwas anderes machen oder wenn man zum Beispiel einen Safttag macht, kann man schon andere Säfte vorbereiten oder man spült Sprossen oder macht was auch immer. Also das finde ich wirklich einen großen Vorteil, wenn ich bedenke, wenn man mit anderen Entsaftern zum Beispiel einen Stangensellerie-Saft presst oder einen Gurkensaft, Möhrensaft, dann muss man ja immer auch ein bisschen Kraft aufwenden oder immer mit dem Stößel das so nachdrücken und so hat man doch auch eine enorme Zeitersparnis.
Beim Vorstellen von Entsaftern ist es für einige auch immer ganz wichtig zu wissen, wie rein die Säfte sind, ob noch nachgesiebt werden muss. Also die Säfte sind jetzt nicht 100% rein, sollte auf alle Fälle, wem es wichtig ist, wer jetzt zum Beispiel eine Saftfastenkur macht, wo auf keinen Fall Faserstoffe im Saft sein sollte, diejenigen müssen dann den Saft nochmal sieben. Ich fülle ja meine frisch gepressten Säfte meist in solche Glasflaschen, wie ihr es auch im Video seht. Und da setzen sich die Faserstoffe auch unten ab. Also der obere Teil ist auf alle Fälle dann Faserstoffe frei. Und ja, den restlichen Teil des Saftes aus der Flasche, das gebe ich dann einfach durch ein Sieb. Und dann ja, siebe ich einfach die Faserstoffe ab und habe den reinen Saft.
Das war der Hurum Entsafter. Wenn ihr euch für diesen Entsafter interessiert, da findet ihr weitere Informationen unter diesem Video bzw. im ersten angepinnten Kommentar. Da findet ihr den Link zu diesem Entsafter. Ihr bekommt auch 10% Rabatt mit meinem Gutscheincode. Den findet ihr auch unter diesem Video bzw. im ersten angepinnten Kommentar. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ihr konntet einige Inspirationen mitnehmen, vielleicht auch mal Monosäfte zu probieren. Vielleicht habe ich euch auch inspiriert, endlich mal mit einigen Saftkuren zu starten, beziehungsweise auch einen frisch gepressten Saft zu einem Ritual, zu einem gesunden Ritual am Tag zu machen. Ich wünsche euch eine wundervolle, kraftvolle Zeit. Lasst es euch gut gehen, ihr Lieben. Bis ganz bald.